herzlich willkommen auf Tizi! Freunde der Sonne, es ist 9.19 Uhr. Wir sind auf dem Weg zum Frankfurter Flughafen, weil für uns geht es heute mit der Maschine um 12.55 Uhr nach Rom zum Europa League-Spiel. Robert Andrich hat uns mal wieder ein paar Karten besorgt. Ich fliege nicht gern, ich muss sagen, für mich die beste und entspannendste Reise in meinem Notizbuch war die St. Gillen-Reise. Das war die beste, die Belgien-Reise. St. Gillois! Das war entspannt beim Fahren, aber egal, ich pack das heute auf jeden Fall. Und ja, wir sind echt gespannt. Wir freuen uns, dort soll schönes Wetter sein. Ich habe kurze Hosen angepackt. Ich habe kurze Hosen an, weil bei mir gibt es so eine Prio, wo ich sage, wenn ich nach Italien fliege, dann niemals mit langen Sachen. Ja. Also Italien muss einfach warm sein. Ja, also ich habe mal lieber lange Sachen angezogen. Wurde hier auch am Sack vom Apollo versaut, sehe ich hier gerade ein bisschen. Ah ja, so ein Ding ist das. Ja, ist halt seine Höhe, ne? Ja, okay, wir fahren jetzt los und gibt's eigentlich auch, glaube ich, gar nicht mehr zu sagen. Lass dir ein Däumchen nach oben da, lass ein Abo da. Ganz wichtig. Und vielleicht jetzt hier, wie beim vorletzten Video, so ganz schlau, wie ich es gemacht habe, lasst jetzt wirklich mal euren Tipp da, schreibt es jetzt wirklich. Das ist so dumm, weil das Video erst darum denkt. Sehr, sehr, sehr schlau auf jeden Fall. Aber ich sag dir ganz ehrlich, mein Tipp, es wird ein 2-1. Für Leverkusen. Leverkusen. Boah, ich sag, es gibt einen unentschiedenen 1-1. Sagst du? Ja. Hab auch erst überlegt, aber ich glaube 2-1. Rom geht, glaube ich, in Führung und Leverkusen packt dann noch so durch einen schnelle Konter von Diaby. Packen sie das noch? Ich sag's aber, ich will mal weiter. Ne? Ich will wieder zurück nach Budapest dann, ne? Zum Finale. Das war geil, das war sehr geil. Da müssen wir wieder hin. Aber heute wird es, glaube ich, auch am Flughafen. Ne? Wir sind mittlerweile Profis, Business parken rein, ganz easy rüberlaufen. Business Lounge essen. Ich hoffe, das langt diesmal noch, ja. Aber es sollte ja langen. Ja, es ist sau früh. Und wir kommen jetzt noch zweimal in einen hässlichen Stau. Ne? Aber was willst du machen? Gut, ne? Aber selbst wenn wir jetzt noch eine Stunde unterwegs wären, das wäre sau viel noch. Ne? Wenn wir mal um 10.30 Uhr da, ja, haben wir ja noch gut Zeit. Oder eine Stunde noch. 10.30 Uhr, ja. Das Sicherheitscheck, durchlaufen. 11.35 Uhr ist Boarding. Ja. Ja, aber da kann ja schön in der Lounge, die ist ja hin am Sicherheitscheck, oder? Die Lounge? Die ist hinten dran. Ah, dann ist oder gut. Kommt, was da wieder los ist heute. Aber normal, gab es jetzt eigentlich das letzte Mal so eine Priority Line? Ja, gab es. Da standen wir drin. Da standen wir drin. Die andere standen hier hinten, wenn wir zu spät gekommen. Stimmt, stimmt. So war das. Gut, Freunde, wir fahren jetzt hier noch ein bisschen und dann sehen wir uns gleich am Flughafen nochmal. So, wir haben es 9.49 Uhr und wir stehen im Stau. Der ist jetzt schon ein bisschen länger, ne? Also laut Navi 10.15 Uhr, ne? Ja. Parken, rüber. Vor allem, hast du schon einen Haufi gemacht heute? Nö, Ich hab mich eigentlich noch gesehen bei einem schönen... Das packen wir doch auch. Wie heißt das? In der Business Lounge einen Haufi machen? Ja, packen wir doch auch. Ja. Ich meine, wie lange brauchen wir jetzt noch? Ich meine, gut, hier vorne ist alles offline gerade, aber... 10.15 Uhr angeblich. Ja, es hört sich doch gut an, bis wir geparkt haben, bis wir reingelaufen sind, alles drum und dran. Das sollte packen. Ich bin zuversichtlich. Ich bin zuversichtlich, wir lassen uns keinen Stress machen. Im Notfall, hast du mal geguckt, wie weit Rom weg ist im Auto? Ja, wir packen fahren. Bis 21 Uhr heute Abend. Fast. Also, bis nach Italien fast so 10, 11 Stunden. Wie weit jetzt Rom dann noch genau weg ist, kann ich dir leider nicht sagen, aber ich guck mal nach. Ne? Achte, wir gucken mal. Ey, easy, 12 Stunden, oder? 12? Ja, es wird enger. Bitte zu Rom starten. Ankunft ist 22.31 Uhr. Die A67. Zeit rausholen noch. Ja, bis hier rausfahren. Es geht, oder? Können wir gerade Kidrops Trikot wegnehmen nach dem Sieg. Wird eng, aber würden wir hinkriegen für den Notfall, ne? Es läuft. Das läuft. Aber ich sag dir ehrlich, ich habe einfach jetzt auch schön ein bisschen die Füße ausstrecken im Flieger. Wie lange fliegen wir denn überhaupt? 13 Uhr noch was, schon Ankunft, nicht lang. Ah, guck mal, ich seh's doch hier, achte. 13.55 Ankunft. 13.55. Boah, knapp 2 Stunden dann ja fast. Na, nicht ganz. 1,5 Stunden so, da gibt noch ein bisschen Gas. Sind knapp 2. Aber denkst du so vom Feeling her, wir kommen da an und denkst, es ist Urlaub? Nee, glaube ich nicht. Ich weiß nicht, wie viel Grad sind dort. Keine Ahnung. Wie viel Grad sind dort? Schreib's mal rein, wie viel Grad da gerade sind. Dankeschön. Ja, Gewinnspiel. Ja. Ne? Wer genau richtig erwähnt, wie viel Grad jetzt aktuell in Rom sind, hat eine Chance. Gewinnt. Auf eine Badehose. Gewinnt. Den O mit Delfinschutz. So, wir haben es auf jeden Fall geschafft. Wir haben jetzt 10.12 Uhr. Also, Navi hat nicht gelogen. Wir fahren jetzt wieder in unser Parkhaus. Ach, stimmt, unser Navi Parkhaus. Gesagt 10.15 Uhr, ne? Ja, das war gut. Weil, an was erinnert dich dieses Parkhaus hier? Michaela Schäfer abgeholt. Ach, und dann haben wir den Eingang nicht mehr gefunden zum Parkhaus und sind dann kreuz und quer durchs Parkhaus gelaufen mit der. Und das war so unangenehm. Ja. Und weißt du, was noch unangenehm war? Ja. Dass wir damals Michaela Schäfer so gar nicht erkannt haben. Weißt du, ja, wir sind jetzt zweimal an die vorbeigelaufen. Die stand da vorne irgendwo und wir wussten nicht, wo sie ist. Es war noch in deinem Blaue. Im, was war denn das? Blaue. Ja, A7, ne? Ja, A7, wo sie hinten drin eingeknackt ist. Ach, geschnarcht hat. Und du hast richtig gierige Blicke geworfen, ne? Ich bin dran gegangen, sagst du, wie es ist. Ich wollte es jetzt nicht so ansprechen. Gerade an den Speck hieß es. Ich habe vorher noch das Fleischkäsebrötchen gerochen. Nee, wir sind auf jeden Fall da. Parken jetzt mal. Haben wir wieder dieses VIP-Parken gebucht. Business, aber ich muss sagen, das ist halt wirklich geil, ne? Da kann ich jetzt direkt rüberlaufen, bis du da Feierabend, ne? Aber ist halt schon teuer, ne? Was schätzt du so? Was hat es jetzt gekostet für einen Tag? Wir fliegen ja morgen wieder zurück, sind morgen
Keine Ahnung, 16 Uhr kostet das? 87. Ja, das ist, ich weiß es doch. Was fragst du? Ich kenn mich doch aus, ja. Ja, ich sag, also wir sagen es auch immer, Jungs, ne? Die Reisen hier. Hier ist ja kein Sponsor oder sonst irgendwas dabei. Das Einzige, was wir von Robert aka Kidrop bekommen, sind die Tickets. Und den Rest bezahlen wir alles selbst. Und ich sag euch ehrlich, die letzten Reisen, mal alle so zusammengerechnet, das gehen wir auf die 15.000 Euro, das langt nicht mal. Für alle Reisen, die wir gemacht haben? Ja, das langt nicht mal. Lang keine 15k. Nee, lang keine 15k. Digga, es war Monaco dabei, lang keine 15k. Und jetzt, klar, kommt ihr, ja okay, ihr residiert aber auch in den besten Hotels der Stadt. Ja, habt ihr einerseits recht, aber auch die Flüge sind halt so geisteskrank teuer. Wir sind heute, wir hätten um 10.55 Uhr, oder 10.05 Uhr, ich weiß es nicht, wer... Eine Maschine, das wäre der perfekte Zeitpunkt gewesen. Die war einfach 200 Euro teurer. Hier 200 Euro teurer, da 200 Euro teurer, sind schon mal 400 Euro. So, wisst ihr, wie ich meine? Und das läppert sich. Dann haben wir gesagt, ey. Probleme? Ja. Dann haben wir gesagt, nee, komm, wir gehen Ding, ne? Wir fliegen halt einfach ein bisschen später dann dafür, aber sparen uns halt mal so ganz lockerlässige 400 Euro. Und trotzdem kosten die Flüge noch 350 Euro. Also, wie viel? Das langt nicht, oder? Doch, 370, glaube ich. Die normale, wir sind ja Business, die waren dann bei 440, glaube ich. Ja, ich weiß es nicht. Was steht denn auf unserem Parkticket drauf? Zimbo, ich gucke, Jungs, ich muss gucken. So, gucken wir doch mal, ob die Schranke aufgeht. Ja, bei dem ist halt entspannt, ne? Da kannst du gerade so von der Höhe reinhalten. Geht's da auf? Ah, da geht er doch auf, der Zimbo. Ah, ja, schon da. Fahr rein. Der ist doch super. Fahr rein. Da nehmen wir mit. Da parken wir doch. Hier sind wir doch. Business Parking. Business? So, wir sind jetzt hier, haben unsere Sachen eingesammelt. Ich habe irgendwie heute das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen. Ich weiß nicht was, aber irgendwie... Was hast du dabei? Ja gut, ich habe eine kurze Hose dabei, zwei T-Shirts, Boxershorts, Schlafanzug, glaube ich, drin. Das wäre jetzt nicht so schlimm. Das war's. Bei mir auch. Ich habe irgendwie... Hab ich nicht. Klar, Kulturbeutel, wie gesagt, Plastiktüte, Kulturbeutel nehme ich gar nicht mehr mit. Die liegt noch vom letzten Reise hinten drin. Ich habe das iPad dabei, ich habe hoffentlich den Adapter, ich habe Ladekabel dabei. Du müsst alles haben eigentlich. Ich habe eine Weste dabei, wenn es kalt ist. Ich habe eine lange Hose dabei. Oder ich habe eher gesagt, die habe ich an. Eigentlich hätte ich jetzt auf das Outfit meine orangen Schuhe an. Die wurden mir leider vor der Haustür geklaut. Kann ich also... Wann ist die unterstanden? Ja, die wurden leider geklaut. So ist das auf jeden Fall. Ich habe auch kurz, aber safe auch einen Fehler, ne? Ja, die habe ich mir extra dann angezogen, die weiße. Wahrscheinlich ein Fehler, aber ich denke, in Rom ist es machbar. Ja. Rom ist sauber. Gut, wie gesagt, ich habe nur noch die Schuhe, Rest wurde mir geklaut. Das ist asozial, wirklich. Ich wurde bestohlen. Das ist asozial. Vor allen Dingen, ey, was geht in unserem Viertel ab? Da explodieren die LKWs, ne? Schuhe werden geklaut. Wahnsinn, Wahnsinn. Und hier riecht schon schön nach Meckes heute Morgen. Oh, geisteskrank. Eieiei, wenn hier die Burger gewendet. Abflug A, glaube ich, ist immer, gell? So, guck mal hier. Wir stehen hier wieder. Wo ist unser Flug? LH234. 10:55 Uhr, Meister. LH? Ja, ey, wir sind falsch, ne? Nicht da, steht doch, da drüben. Was? Rom, was ist denn das? Wo? Halle B sind wir aber, guck mal. Oh nein, ich glaube Halle B hat, ich glaube die Business Lounge ist nur bei A, oder? Alter, wenn, dann holen wir unser Geld zurück, das wäre nämlich Scam, ne? Die wird auch einer haben, muss. Warum hast du da Ketchup? Hier steht jetzt wieder Gate A, aber wird schon passen, oder? Gate A. Ne, dass bei mir jetzt leider der Sound kommt. Ja. Sollen wir mal reingehen? Gut, vorne an der Ding stand's ja aber, oder? Ey, wie können wir denn hier hin? Freunde, wir sind ja so baden gegangen. Ja? Ist das krank, ne? Wir hätten uns aber wirklich, warum haben wir uns ja da drauf verlassen? Die Teile sind doch immer aktuell, ja, das Wallet. Wir haben vorne auf der... Der hat mich gerade eingeschult, wie ein Schulmädel. Vorne auf der Anzeige stand ja B. Wir laufen jetzt hier, okay, das ist ja locker. Wir laufen zu B, komplett falsch. Dann hat gesagt, Timo gerade, hey, steht doch A drauf. Aber es ist auch kompliziert gemacht, aber sage ich dir auch ehrlich. Ich bin immer noch early, ne? Ich hab's immer noch nicht gedacht. Nein, bei B gibst du deine Koffer auf. Das ist die Lufthansa, wo du die Koffer und sowas abgibst. Habe ich jetzt verstanden, aber irgendwie komisch. Ich weiß. Sonst war es auch nie so, oder? Nein, Abflug C, Abflug A. Aber ich sag dir ehrlich, der war wenigstens freundlich, hat sich die Mühe gemacht, das zu erklären. Der andere hat nur gesagt, nee, Noch so dumm gelacht, ne? Da kann froh sein, dass hier so viele Sicherheitsmitarbeiter sind, weil normal bin ich nicht zurück, ne? Ja. Also, gut, ich meine, da weiß ja, der Timo fliegt das erste Mal, ne? Ey, das war jetzt aber echt mies, sag ehrlich. Ja, jetzt können wir da zurücklaufen. Aber bei A können wir uns sicher sein, da gibt es die Lounge. Da gibt es auch die Lounge. Und deswegen ergibt es auch einen Sinn, weil die haben ja safe, wenn die von A fliegen, haben die bei B ja keine Lounge. Das wird Sinn machen, Zimbo. Wir haben es geschafft. Ging aber schnell. Wir haben es geschafft. Also, leg mal drauf. Wir machen einfach einen Test, ob es auch funktioniert. Ja, leg mal drauf. Ah, Zimbo, da bin ich doch. Zimbo ist drin. Leg ich meiner noch drauf. Bin drin. Okay. Ist immer so. Und rein. Und rein, Zimbo. Und rein. Ich sag, du hast mal. Hast du Kokain hier dabei? Ja, das Tütchen Fünfer. Die haben zwei Mäusen, haben die Kokain-Ding da vorne. Tütchen Fünfer ist okay. Freunde, es ist passiert. Der Mann hat endlich Penisgröße europäische Norm. Er wird. Die tasten ihn nicht mal ab. Ja. Die haben gesagt, ey, herzlichen Glückwunsch, Herr Schulz. Sie haben endlich die perfekte Größe, dass ich hier ohne zu gucken durchgehen kann. Die haben so ein Tagebuch, das wissen vielleicht viele nicht, von jedem Reisenden immer wiederkehrend. Und da stand drin,
stark, er hat die 6,3 cm Schlaf erreicht. Das, ach, deswegen kam da auch so Feuerwerk auf deine ganzen Monitore. Gratulation. Congratulations. Congratulations. So, wir suchen jetzt mal die Business Lounge und werden es uns dort drin etwas gemütlich machen. Wie viel Uhr haben wir denn eigentlich jetzt? Wir haben noch gut Zeit, oder? Wir sind richtig gut durchgekommen. Richtig gut durchgekommen, oder? Ja. So, Freunde, ganz klassisches Frühstück. So mache ich es eigentlich jeden Morgen. Erstmal ein schönes Glas Sekt, weil Sekt ist erquickend und labend. Ne? Dann ein schönes Cappuccino, dann ein schönes Rührei. Und was immer wichtig ist, jeden Morgen bilde ich mich auch mit der New York Times weiter. Ihr lacht ja immer über mein Englisch, aber Timo und ich lesen immer nur New York Times. Steht was Spannendes drin, Simbo? Hm? Steht was Spannendes drin? Hier, erstmal das Sekt. Okay, das, ohne den geht auch gar nichts. Feiner Lord. Also, stehst du? Ja? Robert, ich habe einen Feiner ausgewählt. Oh. So, Freunde, wir sind hier aus der Lounge wieder raus. Wir durften aus da drin. Wir durften da drin nicht viel filmen. Anscheinend sind wir letztes Mal gesichtet worden. Könnte ich mir vorstellen. Deswegen haben wir gut gegessen. Es war sehr, also wieder sehr, sehr lecker. Section war auch gut. Ja. Cappuccino ist auch gut, den man sehr, da war, alles, ne? War alles top. Also ich sag mal, heute haben wir gut ausgeschöpft. Ne? Wir laufen jetzt zu A30 bis immer. Und dann ist 11.35 Uhr Boarding. Ich glaube, wir haben es jetzt so, was haben wir, 11.30 Uhr? 11.31 Uhr. Ey, ist perfekt, wir liegen so perfekt im Zeitplan. Also heute hat wirklich alles geil geklappt. Wenn jetzt wirklich der Flieger noch ankommt, dann ist gut. Plus, wir haben auch geguckt, es sind heute über 3000 Leverkusener auch dort. Ausverkauft. Wir sind echt gespannt. Ich sag, ein paar haben sich noch geschmuggelt, Safecore. Ja. Hast du die Teleobjektivlinse dabei? Ich habe Himmel, ja, habe ich aufgegeben. So richtig, wie ich damals von meinem Onkel bekommen habe. Dass er eigentlich bis zum Mars gucken kann. Das ist gut. Die brauchen wir nämlich heute. Nee, Spaß beiseite, Freunde. Also wird bestimmt sehr geil. Wir sind echt gespannt. Wir haben nur, ich glaube, um 15 Uhr soll es irgendwie zu 10% regnen. Wetter-App, stimmt bitte einmal nicht. Ja, ab morgen kann die Welt untergehen, aber lass heute bitte gutes Wetter sein. Ehrlich, die Wetter-App stimmt eigentlich nie. Und wenn ich jetzt nach Italien fliege, aus diesem Pisswetter, was wir hier letzter Zeit in Deutschland haben, und dort regnet es, dann fange ich an zu weinen. Dann geht die Welt runter. So, auf, hopp. Noch ein Hotdog to go? Boah. Jungs, das ist wirklich jedes Mal. Jetzt kommt er wieder mit seiner Geschichte. Das ist eine kleine Maschine, die hat Propeller. Es ist jedes Mal dasselbe. Ich bin mittlerweile so aufgeregt, ich falle da nicht mal drauf rein. Der hat wirklich einen Propeller, ne? Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es ein Helikopter, mit dem wir abtransportiert werden. Die hat oben wie so ein Bananenflugzeug. Aber ich sag dir ehrlich, Helikopter wäre schon wieder krass. Ich sag dir, das ist ein Bananenflugzeug, wahrscheinlich, ja? Guck raus, du wirst gleich finden. Wahrscheinlich ist ganz ehrlich, ich glaub dir ja, dass es ein kleiner Flug ist. Alles okay. Aber es ist niemals eine Propellermaschine. Niemals. Das ist so eine, wo Broski damit... Nach England, aber der ist ja auch mit, was ist denn der geflogen? Lufthansa war das. Lufthansa baut jetzt wieder seit neuestem halt wegen grüner Energie. Ja. Gehen die weg, ne? Mm. Und gehen halt ein bisschen, die haben oben Solar-Dinger drauf. Okay, mit E machen die das, oder? Ja, ja, Solar. Ich kann dieses Geschwalle übrigens, Grüße gehen raus an unseren Cutter, der hier das Video schneidet, der mir heute Morgen noch schreibt, ey, Simo, denk dran, am 11. Mai stürzen die meisten Flugzeuge ab. Den hier. Gott, Freunde, werden wir jetzt an dieser Schlange, die da steht, vorbeiziehen. Ach du Gott, wenn wir einen Tripler machen, ne? Und gehen da jetzt eiskalt vorbei. Krass, ist das eine kleine Maschine und die Propeller. Oh, ja, krank sind das Propeller da. Ja, später, wenn die noch getauscht werden. Er denkt jedes Mal dasselbe. Hab keine Flugangst. Ja, ich sag ja, die kannst du aktuell nicht mehr spielen. Ich spiele ungern, aber du musst dann immer... Aber die Karte mit den Propellern und so, die ist auch so alt. Ist ja, so schlecht. Aber du musst mittlerweile mal über den Sprung gehen und sagen, ey, ich bin mittlerweile, ich sammle meine sind more. Nee. Ich könnte noch 10.000 Mal fliegen und trotzdem sagen, ich fliege Ungarn. Fliegen ist kacke. So, wo jetzt. Bist du denn hin? Was hast du denn da? Ich habe 11. Freunde, guck mal. Oh, was eine Beinfreiheit hier. Ich kann direkt auch hier aussteigen. Du sitzt jetzt hier, dein Erdmann. Ja, Mann, ich habe ihm sogar einen besseren Platz hergegeben, ne? Ja. Weil die sind bei Kummer, Digga. Das ist schon. Ja, ich hab keinen. Der bleibt ja sowieso frei. Der ist sowieso frei. Da haben wir schön viel Platz. Ne? Ist für dich okay, da zu sitzen? Weil du hast immer gesagt, wegen Geld. Ja, ich hock lieber da. Willst du lieber da? Ja. So, Freunde, wir rollen los. Toilette Zeitraffer gestartet. Zählt es 1 Stunde 30. Der Mann arbeitet für den Vlog. Der Mann arbeitet. Ist ich auch vielleicht auf 0,5 besser ein Zeitraffer? Könnte geil sein. Freunde, da drüben gibt es einen Rap, der hat angekündigt. Der Mann hat schon reingebunken, wäre schneller. Kickdown. Der hat gemacht den hier. Ja. Habe ich gesehen, um 5K geht's. Ja. Und eine Viertelmeile. Freunde, ich habe mal was zu essen gegönnt. Brötchen, Zwieback. Was das hier ist, ich würde sagen, das ist so Rindfleisch. Und ein schöner Nachtisch. Timo, das ist eigentlich gegessen in der Lounge. Ich warte eigentlich nur das Bier auf, ne? Ja, aber ein Getränk bräuchte ich auch mal. Na ja, wir lassen uns jetzt gut gehen. Ich musste ganz dringend auf die Toilette, ich konnte es leider nicht mehr halten. Wirklich? Deswegen ist da vorne was passiert. Ja, ganz ein kleiner Unfall, ne? Timo, tut mir leid. Das ist Breitpumpe hochgegangen, Alter. Ich hatte so Glück, aber hat sich wirklich getroffen? Nee. Ich hatte Angst, dass es hier bis zu den Schuhen kommt, aber ja. Schatz,
seht's ja, guck, hier ist alles hoch, ne? Alles jetzt hoch. Jetzt wirklich drauf, es war ein Anschlag, wie CSGO, zack. Dann hast du aber Glück gehabt, ne? Ja, die Schuhe waren eh meine besten für ein Stadion, arbeite ich direkt mit den alten. Also hast du quasi mit deinen Schuhen alles aufgefangen, ja. Stößchen. Aber? War wieder entspannt, oder? Ja. Alles gut? Nee, war alles entspannt, alles okay. Ich wurde zwar gerade angemeckert, warum ich hier so einen Dreck gemacht habe. Ich sag's euch, ich war das gar nicht. So, sieht also Roma aus. Aber wir haben gerade im Flieger festgestellt, wir müssen einfach noch eine Stunde lang bis zum Hotel fahren, weil das hier so, der Flughafen ist halt so ein bisschen außerhalb oder sogar so ein Nebenort. Keine Ahnung, wie man das hier nennt. Wir hätten ja sowieso hingemusst. Ja, ne? War anders, da bringt's ja nichts. Das also. Ist sogar ja in der Nähe vom Stadion. Ne? Ja. Das Stadion war, glaube ich, dann wirklich nur so 5 Kilometer oder so. Aber ich habe jetzt eigentlich keinen Bock, noch eine Stunde lang mit dem Taxi oder Uber zu fahren. Ich weiß nicht. Das ist wirklich hart, aber es ist hier schön. Schönes Flughäfchen, auf jeden Fall, muss man sagen. Bin nur mal gespannt, ich hoffe draußen, aber es müsste warm sein, die Sonne scheint. Das sieht gut aus. Ich sag ja. Auch, das wird schon passen. Wir suchen uns jetzt erstmal hier zurecht. Mein linkes Ohr ist zu. Glück, meinst alles wieder auf. Sieht schön aus, oder Timo? So klein, kompakt aus, ne? Das erinnert mich gerade so ein bisschen wie in Österreich, ne? Dass diese Abflugboxen hier gerade so zack, zack, gib ihm. Das Einzige, was mich wieder genervt hat, ist, dass du bei der Landung wieder so ewig auf so einem niedrigen Flug warst und es hat wieder gegalert und gewackelt. Das ist Mist, so. Das ist Mist. Ich find's geiler, wenn irgendwie der Flughafen ist direkt so an der Küste, du machst eine Drehung, gehst runter, fertig. Nee, hier wieder stundenlang. Ich sag, der wollte aber heute einfach mal testen, ne? Wie weit er die Maschine irgendwie... Sagst du, was so geht? Hat so ein bisschen ausgereizt, das Ding. Gut. Wir gucken mal, wo wir hin müssen. Ich wollte gerade sagen, wir laufen eigentlich hin. Exit da oben, geradeaus. Denkst du richtig? Hey, Kidrop, wenn ihr gewinnt, ne? Hier am Flughafen. Fliegen wir hier ab und ich will hier noch ein Privatkonzert. Ich will es einfach. Da musst du sitzen, mein Freund. Budapest. War das Budapest? Ja, da hat er gesungen. An der Bar. War Mann. Wunderschön, Digga, ne? In dem Moment werde ich auch nie vergessen in meinem Leben. Der hat mich berührt. Fimo. So riecht italienische Luft. Und ich rieche viel Bruno Armani Parfüm. So riecht's. So sieht Italien aus. So sieht Italien aus. Halt, was ist hier im Tarif? Easy Way. Each Way. Egal wohin. Nuovo Dia de Roma. 6,5. Ja, ab rein. Da sind wir drin. Am Zimbo. Ab vor zum Zimbo. Gucken wir nochmal. Sag mal, ist ja direkt schon. Du bist wirklich hier in Italien. Es ist gegenüber allen anderen. Und das direkt Urlaubsfeeling. Vor allem, das ist diese Meerluft. So. Weißt du, wie ich meine? Diese Luftfeuchte. So dieses geile, frische. Das ist direkt Meerfeeling. Ja. Also direkt Urlaub, ne? Ach, geil. Ist die Badehose dabei? Nö. Ich hoffe, ich habe nur so einen String. Ich gehe meistens nackt. Ja, du mal nackt, ja. Ich hab's String. Ich gehe meistens nackt. Mikropenis, da will ich nicht, dass sie dahin kommt. Ja, bei mir den Hoden präsentiere ich auch gerne Italiener. Ging bei dir mit dem String auch gar ganz nicht. Ganz ehrlich, in Italien, die Spaghetti ist ja hier weltbekannt. Also deswegen, wenn sie dünn ist bei dir, das ist in Ordnung. Ja? Das heißt, wenn die am Strand zu mir sagen, German Mikro-Spaghetti. Spaghetti. Und ich kann denen so richtige Tagliatelle. Weißt du, kann ich dir die Video da unten. Ehrlich? So schöne Tagliatelle. Die Nummer 7? Tagliatelle Nummer 7 kann ich da anbieten. So, Freunde, wir sitzen im Taxi, fahren an unser Hotel in Radisson Blue. Wir haben uns ein bisschen was gegönnt, Zimbo. Wir haben uns was gegönnt. Wir haben aktuell wieder ein bisschen Hochfahrt. Wir leben so ein bisschen. Und wir gehen auch richtig groß shoppen heute noch. So ein bisschen, weil ich habe gesagt, Zimbo, ganz ehrlich. Das ist dein Fehler, ne? Italien ohne Sonnenbrille? Ja, das geht. Ich kann es überleben. Ich bin so da, ich bin so bereit. Ich werde das packen. Vor allen Dingen, weil wir haben gesagt, Timo reist immer noch mit seinem ersten Schulrucksack von 1970. Scout, so ein Scout. Die Pferde habe ich runtergekratzt. Da muss noch was anderes her. Alter, das ist geil. Wir müssen mal einkaufen gehen, Freunde. Aber wir fahren jetzt locker so eine Stunde, hat er gesagt. Wird auch ungefähr so 60 Euro, schätzt der gute Mann hier. Und soll ich dir was sagen? Mhm. Ich habe jetzt kranke Urlaub-Vibes. Ja. Heute ist Donnerstag. Oh, die Palmen immer, guck mal. Und morgen sitzen wir wieder in unserem verschwitzten Loch und spielen wir Ende. Ne? Ja. Wie krank ist denn das eigentlich? Das ist schon verrückt. Wir sollten uns vielleicht einfach in unser neues Studio ein paar Palmen auf den Balkon stellen. Dass wir ein Urlaub-Vibe haben. Ne? Aber Palmen sind so schwer, Meister. Palmen sind... fangen wir nicht durch zu bringen. Nee, Palmen in einem schwieriges Leben. Oh, moderne Polizeistation wird hier gerade gesichtet. Das ist zu krass. Aber das macht das Ganze auch aus, Zimbo, oder? Zimbo, aber ich sehe gerade schon, dass wir unser neues Studio, ne? Was denn? Warum machen wir wirklich nicht so die Klimagerät, wie der das eigentlich auch macht? Ich sehe es ja gar nicht. Dass wir die einfach auf so Träger setzen und einfach ganz nach oben setzen. Genau. Da steht die uns echt auf dem Balkon rum. Ja, weil dann können wir auch in der Eck unseren Whirlpool-Traum leben lassen. Weil wenn die ja oben drüber ist, oder? Der Whirlpool-Traum oben, das wird auch noch was ganz Feines. Oder? Ja, safe. Ja, können wir machen, ja. Dann soll der die wirklich hochsetzen. Ja. Denise, falls du den Vlog gerade guckst, Denise, wir setzen so hoch. Mach weil es ist ja eh, ne? Da muss ich ja nicht über die Wand Kabelkanäle setzen, nix. Das wollte ich einfach machen, ne? Denise, wir machen die nach oben, den Lachs. Boah, wir haben das Riesensprintgerät. Das ist ein riesengroßes Ding. Mach mal drei Träger. Aber Jungs, ich sag euch ehrlich, es sieht einfach wunderschön aus für das. Wir haben gerade gesagt, Monaco wäre auch von dem Vibe so gewesen. Da hat aber das Wetter halt ein bisschen gefehlt. Ne? Aber hier, Jungs, ich bin wirklich gerade so, guck mal, ich bin im Urlaub. Guck mal hier auch so.
Ne? Das ist auch so, es ist ja ein Klassiker hier. Guck mal, schön die Corona-Sonne schirmscher. Das ist es doch. Ich kann mir nicht vorstellen, Zimbo, dass wir gefühlt, ja, nicht ganz 24 Stunden, vielleicht in 27 Stunden wieder in unserem Loch sitzen. Leider doch. Und die WL-Öl, Digga, guck dir das an. Das kann nicht wahr sein jetzt. Kann wirklich nicht wahr sein. Leider doch. Kann nicht. Leider doch. So, Freunde der Sonne, wir sind in unserem Hotel. Red is in Blue. Da sind wir, Timau. Da geht's rein, ha? Digga, wie krass sieht denn das da hinten aus? Ja, sieht richtig schön aus, ne? Ist das das Kolosseum, von dem sie alle sprechen? Wo da früher drin gekämpft ist? Ich glaube, das ist es. Da gehen wir jetzt rein, machen erstmal einen Kampf, oder? Abfahrt. Da gehen wir rein, wir müssen hier rein. Alter, hab ich meine Brille bei dem im Auto liegen lassen? Das wäre schlecht. Nee, hab. Alles klar, hopp, dann erstmal rein mit dir. Los, komm. Oh, Freunde, sieht schick aus. Marmor. Ja, sieht sehr gut aus hier. Ich würde sagen, wir gehen mal in die Rezeption. Was ist das hier? So Players. ATP Masters. Okay, Tennis. Deswegen stehen da draußen auch die Autos. Spielen wir auch eine Runde Tennis, aber Tennis war mir ganz schlecht. Ich denke, ich spiele Tennis, ja. So, Freunde, da können wir uns noch reinschreiben, Timber, oder? In den Turnierbaum. Timber. Oh, Ladies. So, ich bin hier auf dem 7. Floor. Timber, wo fährst du rum? Ich habe Zimmer Nummer 871. Da steht eine 4 vorne dran. Mir Hände. Bei dir. Du bist weit unten, deswegen würde ich auch sagen, die Story, was wir noch aufzunehmen haben, machen wir bei mir oben, oder? Upstairs. So, wo sind denn die Fahrstühlcher? Das da? Nein. Ist er das da? Hey, was ist das für ein Restaurant oder was ist das denn? Das Hotel ist auch so länglich alles, ne? Das ist, ach guck mal, das ist neben dem Stadion. Ja, da kann das der Taxifahrer echt dahin fahren. Ja, safe. Oder? Ja gut, da kann uns bestimmt safe dahin fahren. Da machen Regeln mit dem. Wo sind die Lifts? Der hat zu mir gesagt, ich soll den Fahrstuhl benutzen von Roger Federer. Vom Zverevs. Ich hocke beim Zverevs drin. Zverevs rein mit dir. Ja, Timo, was hattest du? Nummer 4 für dich und Nummer 7 für mich. Ja, zeig mal kurz bei dir auf der Karte. Zeig uns mal. 7-1. Wir fahren jetzt erstmal in ein Zimmer. Und nehmen die Story auf, oder? Ja, wir fahren nur in die 7. Ja, machen wir es dann auf der 4 gedrückt. Ja, ich weiß nicht, warum. Du musst da, glaube ich, in die 4 irgendwann. So, Freunde, wir haben uns, ich habe jetzt auch mal ins kurze, weil das, so weißt du, in Italien brauchst du Polo. In Italien brauchst du so ein TNO-Polo, um auch anerkannt zu sein. Ja, weißt du, du bist jetzt der feine Herr, so, da muss man mal mit einem Polo raus. Wir haben es jetzt auch schon, ich weiß. Ja. Polo ist hier der Dresscode. Okay, ja. Wie viel Uhr hatten wir es jetzt? Wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. 16 Uhr. Ist wir gehen jetzt schnell in die Stadt, essen 19, was und dann... 2 Stunden früher können wir, so sage ich mal, schon ans Stadion, oder? Heute möchte ich es mal schaffen, in so einen Fanshop reinzugehen. Ja, deswegen schon 2 Stunden. Ja, und heute möchte ich also müssen wir um 19 Uhr, sage ich mal, hier am Hotel los. Kommen wir in so ein Roma-Trikot? So ein Dybala-Trikot oder so? Tammy-Trikot. Ist das für ein Tammy? Ein Tammy? Komm, wäre schon geil, oder? Tammy. Wäre schon geil. Nee, da, ich würde schon sagen, ne? Wir gehen jetzt. Wieso ist überhaupt? Wo Geldbeutel ist überhaupt die Stadt? Hast du dabei? Ich hab Geldbeutel, ja. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, die ist da irgendwo. Taxifahrer. Wir holen Taxifahrer und sagen, sonst einfach in die Stadt fahren irgendwo. Ey, Freunde, unser Hotel hat einfach einen kostenlosen Shuttle. Das ist schon big, Alter. Der dich einfach überall rumfährt. Du kannst ihn jederzeit rufen, er fährt dich, wo du willst, in die Stadt. Digga, wie krass, einfach kostenlos. Ja. Sitze hier in einem Opel-Bus, alle mich irgendwo hingefahren. Ne? Und ich muss sagen, wir haben gerade mal geguckt, dass wir nah am Stadion sind, aber das Hotel an sich ist, glaube ich, relativ weit weg in die Innenstadt. Ich glaube, was haben wir gesagt? Glaub, 22 Minuten, aber halt... 3,5 Kilometer. Ja. Aber Fahrzeit halt. Wahrscheinlich wird hier vollgestopft sein bis zum geht nicht mehr. Aber ja, das ist auf jeden Fall entspannt. Da werden wir dort hingefahren. Und dann erkunden wir noch ein bisschen die Innenstadt. Wie gesagt, so viel Zeit haben wir leider nicht mehr. Ja, krass. An Stadion sind es auch 4 Kilometer, 10 Minuten. Ja, krass. An Stadion 4 Kilometer, 10 Minuten. In die Innenstadt 3,5 und es dauert viel 20 länger. 20 Minuten, ne? Aber gut, da wird wahrscheinlich auch die Hölle los sein. Ja, aber naja, wir sitzen in einem Shuttle hier. So, Freunde, wir sind jetzt in der. Ja, der ist unser Mann, der hat eine Zehnerle gekriegt vom Mann. Eine Zehnerle. Guck mal, du wachst einfach einen Orangenbaum, Alter. Boah, also, weißt du, kann man es ja auch herrlich abmachen. Geil, ist das schön. Allein wenn ich schon hier runter jetzt gucke, ist das einfach schon so ein Urlaubsvibe. Achte die Straße, wir hatten es gerade letztens davon. Aber guck dir diesen View an, Zimbo. Guck dir an. Ja, das ist Urlaub, das ist Feeling. Und ich sag immer wieder, ich bin einfach so geflasht, dass selbst so auf dem Balkon, egal wo ich den Palmen, guck mal, ganz da oben stehen irgendwelche Palmen. Ich sag euch ehrlich, wenn ich auswandern könnte, ich würde in so ein Land gehen. Hey. Spanien, Italien. Guck mal, wie hier ist so der Wein. Das Wetter einfach, so, ne? Hier gehst du einfach so. Weißt du, in Deutschland gehe ich so, ne? Ja. Und hier gehst du einfach. Nee, in Deutschland gehst du so, weil du den Regenschirm halten musst. Ja, ist auch korrekt. Sehr geil. Es ist krank. Es ist wirklich krank. Ich bin gespannt, wie das hier so ein bisschen aussieht, ne? So in Rom. Roma. Wir gucken jetzt mal ein bisschen die Stadt an. Was schönes Essen, vielleicht so ein schönes italienisches Eis mit einem Espresso. Und ein Cappuccino. Oh, Cappuccino. Da gucken wir doch mal. Schönes Cappuccino, le. Wir gehen rein. Jungs, du laufst hier durch die Gassen, dann kommt dir einfach einer entgegen, Leverkusen-Fan. Wie geht das Spiel heute Abend aus? Schönes Schinkenpaket hat er in der Hand. 2-2. Oh, unentschieden. Sagst du auch unentschieden gesagt. Und im Rückspiel hauen wir die 3-0 zu Hause. Alter, das würde ich mitnehmen, sag ich dir ehrlich. Würde ich mitnehmen. Vor allen Dingen 2-2. Ich schöne Tore. Aber räumen muss
muss man ja noch. Ja, ich sag, die gewinnen aber heute schon 2-1, sag ich. Und du bist ein sehr aktiver Leverkusen-Fan, haben wir gerade mitbekommen. Ja, oft da. Oft da, so sieht's doch aus, ne? So sieht's doch aus. Okay, dann gehen wir da rein, kriegst du noch einen Bildmeister. Jungs, da sind sie doch wieder, die Tears. Alter, den Berg da runterpluppern sehe ich. Alter, hätte ich auch nicht Bock, vor allem über schön über das Kopfsteinpflaster fetzen. Und dann hat ohne Anne die Cola ausgeschüttet, Alter, und es schmiert's komplett. So, Freunde, wir haben uns mal wieder die Rollers hier geholt. Wir laufen hier oben, ist noch ein anderer. Hier ist der ganze Spaß aber ein bisschen teurer. Hier bezahlst du irgendwie 1 Euro für die Freischaltung und 25 Cent pro Minute. Aber wir haben gerade gesehen, der Petersdom ist irgendwie noch ein paar Kilometer entfernt. Deswegen gehen wir da oben jetzt dran und schalten das frei. Aber hier ist so viel Verkehr. Jungs, Projekt ist hier gescheitert, Digga. Vor allem, du musst dein Handy quer rein machen, dann siehst du nicht, wo du rumfährst. Überall und dieses Kopfsteinpflaster. Dann erstens ist mein Geldbeutel wackelt da in der Ding rum. Die Kamera plus, du musst ja auch, hier ist ja auch, du hast ja gar kein, das ist so viel Verkehr, ne? So viel Verkehr. Guckt euch das an, Jungs. Direkt kannst du hier ein bisschen sitzen. Was ist schön. Oh, machen wir uns da, gehen wir da, steppen wir uns da hin. Ich sehe mich, indem ich Dresden hier sitze. Ja, gehen wir da vorne, geht auch noch irgendwas ab. Aber hier ist besonders schön. Hier ist wirklich ein schönes Spiel. Guck mal, hier ist besonders schön. Bisschen Sonne auch noch am Start, ne? Du hast gesagt, hier auf die Tasche aufpassen, ne? Ja, hält beide Hände in den Sack rein. Ich habe auch die falschen Hosen. Ja, wir hätten was mit Reißverschluss anziehen sollen. Ja. Wäre besser gewesen, ne? Ey, Freunde, wir haben uns jetzt hier ein bisschen durch die Stadt gekämpft. Ein bisschen durch die Gucci-Mucci-Stores und Prada-Stores dieser Welt. Jetzt hat Timo hier einen Tipp gekriegt, einen Heise. Das ist, wo soll die beste Pizza der Stadt sein? Warte, ich muss raus, ich muss da wechseln. Mariruccia. Oh, das ist aber... Das ist halt... 17 Minuten Fußweg weg, aber die Pizza sieht ja so krank aus. Meister, wir laufen jetzt so weit, ne? Das sind 1,8 Kilometer, 17 Minuten. Wenn die Pizza nichts ist, ne? Ich hab deinen Insta-Name, ich finde dich, ich blockiere dich auf alle Kanäle, Meister. Ja, die Pizza, also die Bilder sehen krass aus. Aber es ist ein ganz schöner Fußweg. Da vorne sehe ich so ein paar Leverkusener da rumlaufen. Ich will mich jetzt auch irgendwo hinhocken, was essen, trinken, sag's dir ehrlich. Ja, ein Bierchen. Ich hoffe halt, dass man da auch wirklich dann jetzt nicht nur in dem Laden drin sitzt, sondern halt auch wirklich ein bisschen raus, ne? Ich hoffe es auch. Die Mau sein Traumauto. Das ist halt, Digga, das ist wie geil. Damit, mit dem Ding, über diese ganzen Straßen hier brettern, über das Kopfsteinpflaster. Aber hier ist alles abgesperrt, ich habe keine Ahnung, ob wir hier richtig laufen. Ich weiß es auch nicht. Solange keiner mit uns motzt, sind wir richtig. Na, laufen auch andere Leute, das ist immer gut. Boah, guck dir das an. Oh. Ey, sah richtig gut aus, deine Socks. Freunde, sonst bin ich ja immer der Reiseguide. Heute macht's mal Timo, ich hoffe, wir kommen an. Ja, das Gute ist so, hier Google Maps will uns so ein bisschen von den Spots fernhalten. Ne? Okay. Aber ich fühle dich trotzdem so durch diese kleine Gässchen. Okay. Aber trotzdem zum also, Ziel. Ne? Du bist so, also ich mache immer so die schnellste Route. Ja. Du bist immer so der, der dann noch so ein bisschen Sightseeing dazu gibt, sag ich. Ich mach vielleicht so, wenn die Strecke 1,2 Kilometer sind, guck mal, allein dieser Anblick da vorne, ne? Okay. Dafür gehen wir halt 100 Meter mehr. Okay. Aber du siehst doch was. Ja, find ich gut. Freunde, der Himmel macht so ein bisschen Sorgen da oben. Du hast dich verchinkst mit deinen 10%. Ich hab ja vorhin schon gesagt, der Himmel sieht ja gut aus. Aber wir sind angekommen, Alter, was steht denn da für ein geiler Audi? Was ist das denn? Schwarz, matt mit, was weiß ich, Blue. Ach, guck mal, hier überall, ne? Diese kleinen Restaurants in den Gästchen. Ja, Sachsen schöne. Ja, ist geil gemacht mit dem Blau. Sieht schick aus, sag ich dir ehrlich. Guck mal, auch hier, was ist das denn? Die Griffe. Schönes Ding. So, und wo soll es sein? Okay, da gehen wir hin. Sag dir ehrlich, in dem aktuell am wenigsten los, ne? Ja, aber wenn ich mir hier die Pizza angucke, sieht das wundervoll aus. Da gehen wir komplett rein jetzt. Ey, Timo, soll hier mal eine Pizza drauf passen? Ich sag, das ist es hier. Ich sag auch, dass das hier ist. Guck mal doch gleich mal, was es hier gibt. Was haben wir denn hier? Polici, Pista. Ja, wir gucken mal. Gucken wir unser Wasser rein, Timo. Was ist das Ding für ein Trichter? Das ist ein schöner Trichter. Wunderschön, der Mann. Gut gemacht. Sehr schön gemacht. Sehr schön. Also wir haben uns entschieden, wir nehmen eine Bruschetta zusammen. Wie so ein richtiges Pärchen machen wir das jetzt. Sehr gut. Wir nehmen zweimal Margherita, oder? Nimmst du die auch an? Weil ich habe mal den Fehler gemacht in Italien. Ich dachte, okay, napolitanische Pizza, nimmst du Napoli, dann war ein Fisch drauf und es war sehr ekelhaft. Ne? Hast du es gezogen? Ich habe halt den Fisch runtergekratzt und gegessen, aber der Geschmack war wirklich sehr penetrant. Ich glaube, dein Papa isst es aber gern, gell? Mit denen, wie nennen die sich? Sardellen, oder? Genau, ja. Aber hier wird es dann Hund, Getränk.
Wir wollten eigentlich erst ein Bier nehmen, aber ich glaube, zum Ambiente nehme ich besser ein Aperol Spritz. Timau nimmt den Vino. Ich teste für den Sechser. Achtet, wie das Ding hier am Wehen ist. Es regnet einfach. Du hast verchinkst, ne? Ich guck mal kurz. Aber ich glaube, ey, Lüge, im Wetter bricht hier gar nichts drin. Aber ich sag dir ehrlich, man hat gemerkt, dass es auch so ein bisschen frischer wird. Das ganze Klima. Für unsere Essenspause jetzt erstmal egal. Ne? Ich hoffe aber, dass ich danach auch wenn du keinen Bock heute Abend eigentlich im Stadion bei Regen zu sein. Obwohl, Robert wusste vielleicht, warum er uns unter das Dach gesetzt hat. Digga, das Regenrad da. Guck mal, das ist so ein Mini-Wölkchen. Ist das eine Wolke? Aber das macht Probleme. Ist das eine Wolke? Oder hab ich jetzt was Falsches gesagt? Ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall regnet es, aber wir sitzen ja hier im Trocknen. Digga, guckt euch das an. Italien, ein schöner Aperol Spritz. Sag ich ehrlich, das ist zu viel. Weinche. Das ist zu viel, ne? Warum? Weiß ich nicht, Digga. Das sieht jetzt falsch aus, ne? Das sieht falsch aus. Und was ich aber eigentlich noch schlimmer finde an der ganzen Sache, weiß er, dass ich aus der Pfalz komme vielleicht? Ja. Oder ist das nur zum Probieren? Ich sag dir so, bei mir ist viel zu viel drin. Und bei dir ist das zum Probieren? Ja, dann musst du nochmal reindenken. Dann Weinprobe. Füll da nochmal auf. Weil die machen das extra nur Weinprobe, dass sie keine Ausschanklizenz hier brauchen. Ja, aber dieses Ding kostet jetzt 6 Euro. Das sind 3 Stück jetzt im Bock. Mach da nicht so rum. In Monaco hast du 100 Euro bezahlt. Dann ist ein Wein genießt man ja auch zu seiner Pizza. Was ist denn das? Das ist ein Wein, den tut man nur so nippen, mein Freund. Was hast du gesagt? Ja. Das ist halt genau das Problem. Felser, ne? Das sieht man halt direkt. Tipp ist durch. Den nehme ich ja. Das ist mit Abstand der ekelhafteste Aperol Spritz, den ich hier irgendwo getrunken habe. Der Zirk ist so krass. Er schmeckt einfach nur wie Sirup mit Wasser gemischt. Also überhaupt nicht gut. Wo ist die Spritz? Er heißt Aperol Spritz. Wo ist Spritz? Heißt denn hier so Aperol Spritz? Mhm. Also mein war gut. Aber das hier ist, ich trinke es zwar, aber es. Boah. Mach weg mit dem. Boah. Hoffen wir mal nur, dass die Pizza besser wird. Ja, dann ist mir das egal. Die Küche hätte ja ruhig mal zwei machen können. Also bis jetzt sage ich es jetzt bei der Touri-Pfanne, ne? So ein Glas Wein für einen Sechser, ein toter Aperol Spritz. Und was waren das? Das waren auch 6 Euro, oder? Ja, 5 Euro. 5 Euro ja. Für ein Baguette mit aufgeschnittener Tomate. Ja, schneid's mal auf, probier mal. Ich sag dir eh, die denken hier, wir haben ein Blind Date. Die denken wirklich. Schneid mal an den Laden. Das hört mir nur so aus Spaß, weil ich hier im Video so auf die Knie gehen, dass jeder hier denkt, wir machen hier so ein Ding. Bitte nicht. Heiratsantrag? Nee, muss nicht. Schneid das Ding immer an und test mal. Knusprig hört sich an beim Schnitt. Ja. Pietje hört sich bei dir im Schnitt auch knusprig an. Schon sehr gut. Fruchtige Tomate, ja. Schön knusprig, ist wirklich gut. Aber ich sag dir ehrlich, nichts Besonderes. Ist gut, aber nichts jetzt so Besonderes. Sag aber dir, lecker. Vergleichbar mit unserem Italiener auf dem Berg, würde ich den Punkt an der Berghebe hoch. Ja, gebe ich den Punkt auch nach oben. Gebe ich ihn hoch, weil er einfach so ein bisschen das Brot knusprig, aber auch fluffig war, mit so einem feinen Olivenöl. Die Tomaten sind auch gut eingelegt, aber man könnte noch so einen Kick mehr mit so ein paar Zwiebelchen und so, ne? Plus. Aber vielleicht ist auch das richtig traditionell so. Plus, wir hatten, glaube ich, 3 von denen gehabt, oder 4 sogar, ne? Wir hatten 3, ja. 3, wir haben 2, ja, 6 Stück hatten wir, ja. Aber ist gut. Junge. Guckt euch diese Pizza an. Bruder, was ist das denn? Vielleicht hat der Abonnent echt nicht zu viel versprochen. Boah. Ich sag, Digga, ist das krank. Ach du Gott. Ich brauch das Rezept von dem Bruder, ne? Digga, was ist denn das? Vor allem, wie fluffig ist das bitte? Aber ich habe ihn schon durchschaut. So am Rand ist auch ein bisschen Öl drüber, ne? Ja, aber Digga, das ist ja... Oh mein Gott, du hast die Ehre, den ersten Bissen zu nehmen. Ich muss erstmal durchkämpfen, ne? Sollen wir erstmal ein bisschen Rand lüften? Ja, guck erstmal auch an, immer nimm das ein gutes Stück. Sagst du, ist... Warte, gib mir noch ein Stück mit Käse, warte. Ich glaube, die hat Potenzial wirklich zur besten Pizza, die ich jemals in meinem Leben gegessen habe. Die beste Pizza, die ich jemals in meinem ganzen, wirklich, in meinem ganzen... Und ich bin mittlerweile 47. Das ist die geilste Pizza, die ich jemals gegessen habe. Digga, ich will einfach nur reinkommen, wie geil die aussieht. Digga, diese Tomatensoße, probier allein nur mal. Alter, das ist krass. Gott. Digga, das ist die beste Pizza, die ich jemals in meinem Leben gegessen habe. Gott, rein da. Jungs, ich sag euch ehrlich, diese Pizza hat uns versaut für unser ganzes Leben. Vorbei, wir können nie wieder irgendwo eine Pizza essen gehen. Ich mach nie wieder in meinem Leben eine Pizza selbst. Ich gehe nie wieder Pizza essen. Ich habe gerade gesagt, dieses fluffige, aber trotzdem dieses perfekte Gebackene, ne? So das Verhältnis zwischen Tomatensoße und Käse und trotzdem auch wieder so knusprig gebacken. Es ist wirklich, ich sag's euch, es ist unschlagbar. Also mit Abstand wirklich die beste Pizza, die ich je gegessen habe. Stimme ich dir zu. Habe ich auch noch nie gegessen. Die Tomatensauce ist so fruchtig, so richtig sonnig, ne? So richtig fruchtig. Da hab ich richtig gemerkt, so als ob die gerade irgendwo abgepflückt wurden und direkt zur Tomate gemacht, ne? Also zur Tomatensauce. Und an der Margarita, ganz ehrlich, haben wir gerade eben auch gesagt, die haben ja auch noch so ein Zeug mit so Burrata, ne? Und Diavolo und so, ne? Als zweites würde ich mir dann sowas. Genau. Aber an der Margarita erkennst du wirklich, ob der Pizzabäcker was drauf hat, ob es ein Macher ist. Und es ist ein
Pausenmacher. Der hier hinten drin, wir haben schon gesagt, wir nehmen den mit, 3.500 im Monat. Wir machen den Grünstadt, wir machen einen Foodtruck auf und der Mann schuftet und ackert. Das ist einfach geisteskrank. Wir haben gelebt und wir haben gegessen wie die Könige. Und jetzt, ganz ehrlich, gehen wir aufs Zimmer schlafen. Lang, reicht für heute. Und fliegen morgen früh wieder nach Hause. So, Freunde, wir laufen jetzt wieder zurück. Unser Shuttle fährt leider nicht mehr. Wir müssen uns dann von dort ein Taxi nehmen. Und ich sage euch ehrlich, hier wird es kalt gerade. Ich will mich in die Flammen setzen. Wo die Sonne weg ist, ne? Boah, ist das Gold. Ah, wir müssen, wir haben auch die Heizstrahler hier. Ja, wir müssen aber richtig Gas geben. Wo haben wir denn jetzt? Bis wir jetzt da hingelatscht sind noch, wieder dann zum Taxi. Jetzt 10 Minuten von dort ein Taxi, sind wir um 19 Uhr im Hotel. Und dann brauchen wir, musst du nur kurz aufs, also umziehen kurz. Ja, was, ich will mal was langes anziehen. Ja, 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 kurz umziehen. Ich lasse meinen Rucksack bei dir drin und dann gehen wir direkt raus. Und dann warst du eigentlich heute einmal in deinem Zimmer? Nein. Hast du bei mir gekackt? Dankeschön dafür. Gut, ich finde es halt auch alles. Hello. Ja. Ich finde es halt alles so richtig so. Das ist schön, ah, das ist wunderbar. Ich bin echt am Schwärmen, ne? Das ist wunderbar. Aber Zimbo, wir müssen Gut, waren wir heute schon auf dem Platz hier. Einen Gang zurückschalten. Wir haben jetzt echt schon viel gesehen. Wir sind viel rumgelaufen, haben jetzt alles gefilmt. Aber ich sag, Rom ist wirklich schön zu Stadt. Und dann sage ich dir, geh nach Venedig. Das ist nochmal, da ist dann sowas am Wasser, am Hafen, nur noch drin. Nochmal krasser. Also es ist so vom Bauwerk her ähnlich. Aber das ist halt echt wild. Ich feier das halt echt. Ja. Ich bin mir eine kleine Gäste, ja, ne, mit den Restaurants und diese alte Architektur. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Bei denen da vorne Wasser aus dem Bis hin raus. Ey, Timau, dein Reiseführer hat eigentlich vorhin hier rumgezeigt, Google Maps. Du hast uns verwehrt. Das Problem ist, ich wollte dich nicht so überfordern erstmal. Okay. Ich wollte dich nicht überwältigen. Hätten wir mehr Zeit, sage ich dir ehrlich, würden wir uns hier zeichnen lassen für das neue Studio. Direkt rein. Boah, die Möwen fliegen tief. Jungs, wir haben ein ganz, ganz großes Problem. Unser Shuttle-Mann, der ist hier nur noch bis um 5:30 gefahren. Und ja, wir haben es jetzt. Wie viel Uhr haben wir jetzt? Jetzt 6 vor 7, okay, die Uhr geht noch falsch, da ist es 6 vor 8. Ja, und unser Hotel ist ewig weit weg. Ich wollte jetzt mit der Uber-App jemand holen, aber das funktioniert irgendwie nicht. Und ein Taxi fährt hier halt auch nirgendwo rum. Ich muss so dringend aufs Klo, dass ich kurz vorm Platzen bin. Wir versuchen es jetzt vorne nochmal. Und wir müssen an unser Hotel ja erstmal noch und dann ja auch noch ins Stadion. Also, das wird eine enge, also, Hausnummer. Ich sagen, wie es ist, da kann ich jetzt nicht noch Ich will mich ja nur umziehen, Toilette umziehen, fertig. Und du kannst ja auch einmal bitte in dein Zimmer gehen. Wie soll ich in mein Zimmer gehen? Das liegt alles bei dir. Ich muss aber dir jetzt gleich eventuell mal einen Haufi. Das geht nicht. Ich geh jetzt erstmal pissen, sag ich dir, wie es ist. Einen Haufi kannst du bei dir machen. Geh in dein scheiß Zimmer, ich will dich ja bei mir. Okay, Jungs, es gibt jetzt keine andere Lösung wie eine maximale Gruppenfahrt mit dir. Wie weit ist unser Hotel meine weg? Meine private Kreditkarte wird so belastet, Alter. So belastet wird sie. Wie weit ist das weg? 2,5 Kilometer. Dann drauf und gib ihm, ne? Ja, Fahrrad. Akkus, Jacke mitnehmen und ab ans Stadion. Gut, da können wir ja Fahrradrute Jungs, machen. Wir haben so Struggle. Oder? Ja, aber ich fand anders, da war das einfacher. Ich mach einfach Fahrradrute. Dann ist gut. So, da hoch. Auf. So, Jungs, wir sind jetzt wieder im Hotel. Das viel war, zu lange nicht aufgehalten. Das war echt ein halber Marathon, ne? Wir haben jetzt 19.32 Uhr. Jetzt haben wir ein Uber noch gekriegt, aber es dauert jetzt schon 40 Minuten bis ans Stadion. Es wird eine Punktlandung. Der Uber sagt zwar weniger, aber wenn es das Navi auch sagt, Abholung in 14 Minuten. Ich sagte, das wird eine Punktlandung. Angeblich kommt er um 19.55 Uhr dann sogar auch an, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, gut, vielleicht kennt er wieder Schleichwege, die Uber fahren ja, vielleicht ja, wieder. Aber Rom ist einfach zu schön. Wir haben uns echt viel verquatscht, viel gelabert, viel rumgeguckt und hatten noch Struggle im Heimweg jetzt schon, weil es kein Taxi mehr gab. War das echt schon schwierig, irgendwie wieder zurückzukommen. Krank, ne? Ich hab dir mal geschrieben, wie man in der Hotellobby abholen. Jetzt haben wir es gepackt auf jeden Fall. Ja, wir warten dann direkt schon vorne draus. Können wir direkt rausjumpen. Ich will einfach pissen. Ja, da haben wir es gerade noch so hierher gepackt. Da mussten aber die Scooter wieder so Kilometer weit weg und das war ganz schlimm in den Scooter abgestellt werden. So, schnell. Jacke, Parfüm und ab ans Stadion. Freunde, wir sitzen hier, sind gerade auf dem Weg, wir sind wieder am Stadion. Und hier geht's schon außerhalb richtig gut ab. Hier sieht man, so, guck mal da vorne. Guck mal da vorne. Das war, glaube ich, das, was unser Robert geschickt hat. Wie viele Roller stehen denn auch bitte hier? Ah, da hinten ist doch Stadion. Ja. Der Mann, der dribbelt uns nach vorne. Das ganze Umfeld hier ist zugenebelt. Ist das wild. Bitte los, die brennen ja heute das ganze Stadion nieder. Thanks. Alter Jungs, was ist denn hier los? Guckt euch das mal an. Ist das krank? Ist das krank? Guck mal, hier drüben weht die Fahne. Hier ist alles voll heftig.
Da hinten knallt's. Alter. Junge, Junge, Junge. Jungs, guckt euch diesen Himmel an, diese Menschenmasse, die hier reinströmt. Das wird ja heute so wild, Digga. Also Zimbo, ich sag, das wird heute ganz, ganz hart, ne? Ja. So, wir gucken jetzt mal, ich klebe fast ein bisschen rum, weil hier kommen wir nicht rein, ist hier Tribuna Süd da. Also ab da rum. Und es wird auf jeden Fall frisch hier. So, wir standen wahrscheinlich vorne an diesem kompletten Haupteingang von der Kurve vielleicht. Wir müssen aber dahin halt eben auch. Aber es wird fresh hier, ne? Aber ich glaube, im Stadion wird die Stimmung aufgeheizt sein. Also ich glaube, das heute wird, glaube ich, alles toppen, was wir bis jetzt irgendwie gesehen haben. Ich glaube es auch. Ist das verrückt, ich Alter. Irgendwie so ein Gefühl. Ist das verrückt. Die Straßen sind so voll. Wir müssen noch ein ganz... Guckt euch das mal an. Da hinten ist ja alles zu. Ich weiß gar nicht, wie sollen wir da hinkommen. Hier ist alles zu. Das ist jetzt an. Alter. Komm noch mal. Oh, mein Bruder Timo! Junge, 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 Junge. Ey Jungs, das ist eine Menschenmasse. Die Mauer meinte gerade, ey, die pfeifen doch safe später an. Weil wie lange haben wir noch? 50 Minuten. Und hier ist eine Masse unterwegs, habe ich auch gesagt. In das Stadion passen 70.000 rein. Wir müssen ja noch irgendwie alle durch die Kontrolle. Ich glaube, wir müssen noch 5 Kilometer laufen. Ja, wir müssen irgendwie komplett weit außen rum, das ist voll komisch, ne? Da frage ich mich echt, wie die das machen wollen, ne? Ja, irgendwie wird's gehen. So, jetzt sind wir einmal ums Stadion rum und jetzt können wir den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Weil du hättest eigentlich vorne rüberlaufen können, der war aber abgesperrt. Jetzt den ganzen Weg. Aber hier noch straight, ja. Ne? Das ist halt auch krass. Das läuft auch noch. Ey. Egal, wir schaffen's. Wie viel Uhr haben wir denn? Was sagt denn die Uhrzeit? Wenn die pünktlich anpfeifen, fress ich ein bisschen. Ich sag, sie pfeifen pünktlich an. Sagst du, die ziehen durch? Ja, machen die safe. Die ganzen Autos noch. Machen die safe, es juckt die nicht. Die ziehen rein. Das Stadion ist das ganz da vorne. Ich sag, die ziehen. Aber da vorne sehen wir's. Guck mal da. Ah, ah. Hey, Timo, gehen wir noch in den Fanshop? Ich sag, wir werden es wahrscheinlich nie schaffen, Digga. Nee, niemals. Niemals. Aber egal. Da vorne, Jungs. Da ist es doch. Seht, das schöne Stadion. Da ist Roma. Olympico. Und daneben ist Tennis. Gespielt, Alter. ATP. Da geht auch gut der Bär ab, ne? Safe. Aber da drüben sind nur die Reichen und Schönen. Wenn es zur Halbzeit 3-0 steht, wechseln wir ins Stadion. Geht nicht gerade ab. Bisschen leer. Geht auch was. Selten so einen schönen Platz gesehen von einem Stadion. Die spielen schon mal Tennis, oder? Ja, das an. Was ist das hier unten? Schön das Tennis, oder? Arena. Kämpfen sind die Gladiatoren. Hier ist, glaube ich, der Warmachplatz. Weißt du, was jetzt richtig Abfuck wäre? Ihr Tickets, ihr müsst wieder ganz außen rum, aber in die andere Seite rein. Ach, dann würde ich, glaube, da würden wir es lassen, oder? Geh ich Tennis gucken. Ja, Jungs, wenn das der Stand ist, um jetzt da vorne reinzukommen, dann haben wir ein Problem. Nee, Zimbo. Oder? Was wetten wir, dass sie pünktlich anpfeifen? Ich sag, die pfeifen dann pünktlich an. Ein Bier. Kannst du gleich holen. Also ich bin echt gespannt, wie lange es dauert, da durchzukommen. Aber ich glaube, es geht schneller wie gedacht. Freunde, wir haben es gleich geschafft. Da ist der Eingang, wir haben es gleich. Und dann können wir endlich Richtung Stadion. Timo, was sagt die Uhrzeit? Halb. Hallo, ja, siehst du, es passt. Von denen kannst du ja gleich mal ein Bier holen, weil es wird pünktlich angepfiffen. Ich brauche safe Bier jetzt auch. Ich habe wirklich so einen little Stressfaktor. Du weißt, so Menschenmasse ist nicht so meins, ne? Mach was. Aber ich glaube, geht's wieder. Warum geht's manchmal voll schnell? Damit wieder aufgehalten. Massentouchen. Oh, der wird aufgehalten. Massentouchen. Bleib hier links, Timo. Wow, das Stadio Olimpico. Mit wie viel tausend Zuschauer, Timo? 74.389 Zuschauer. Davon 27.936. Keine Ahnung, Digga. Sieht das aber schön aus. Ich sag euch ehrlich, mit diesen Bäumen, die nur so oben ihr Bettchen haben. Das ist geil, ne? Sieht richtig geil aus. So in Afrika? König der Löwen. Ja, genau. Na, zu Becken, ja! Ja, geil, wirklich geil. Sieht das schön aus. Sieht das schön aus. Jungs, guckt euch das an. Wir müssen jetzt hier und jetzt geht's darüber noch. Guckt ihr das an? Ach, das ist doch Much. Digga, das ist doch Much. Ach, Zimbo, nein. Jetzt geht's hier nochmal lang. Jetzt kannst du dich hier nochmal in die Masse stellen. Nein. Hier rein, da müssen wir rein. Ja, T. Monte Mario, da geht's rein. Nochmal anstellen. Also, ich brauche einen Tipp von euch. Wie geht's denn Abend aus? 4-0 Leverkusen. Easy. Ich hab Diaby. Der muss ein Upgrade bekommen. Braucht einer, ne? Ja. Was sagst du, gewinnen, oder? 2-1 werden. Zucker. 2-0. Und jetzt habt ihr dasselbe Problem wie wir, ne? Wir müssen alle hier rein. Und das ist Mist. Ja. Niemand pfeift dir 50 an. Seid ihr ein bisschen jünger? Seid ihr hier? Ja, 16. Mit wem seid ihr hier? Alleine. Wir sind eigentlich aus Wien.
Aber unser Klassenvorstand vertraut uns so, wir dürfen alleine. Wir sind hier mit der Schule, ja. Romreise. Ja, wie geil ist denn das? Ja. Und dann habt ihr Tickets? Ja, wir haben Tickets. Ah, das ist ja saugeil. Also, ihr habt das Leben komplett getrippelt, Männer, Alter. Ihr habt wirklich komplett getrippelt. Ja, ja. Jungs, geile Stimmung im Stadion. Draußen ist auch. Spitze. Timo, wie sagst du schön, wenigstens der Aperol war gut, die Napolitanisch war gut, oder? Das Schlimme ist, dein Aperol Wein hat man gut. Kacke. Och Mann, ich würde zu gerne drin sitzen. Das ist die krasseste Stimmung, ne? Belastend. Ja, die pfeifen immer noch pünktlich, die scheißen auf dich. Du bist eine kleine Nummer auch, wenn du draußen stehst. Ja, aber ey. Ja, was für da drin sitzen wahrscheinlich schon. Da drin sitzen vielleicht 15.000. Ach, Quatsch, pünktlich. Ich habe gerade eben durchgezählt, hier sind 35.676 hier rumstehen. Anissa, so, Freunde, wir sind drin. Der Mann hat ein bisschen Probleme gehabt mit seiner Karte, aber hinten haben geholfen. Ich hab so richtig, kennst du das, wenn du einen Druck? Ja. Ach, guck, bei mir war es auch so. Aber auch, ich sag dir, das ist aber auch Mist, wenn da keiner steht, der hilft. Ist so. Ja, ob das ist groß. Bei manchen Stadien musst du es groß machen, dann wieder klein. Digga, da drin geht's so ab, ne? Und wir laufen immer noch hier rum. Das gibt's doch gar nicht. Kommt sie an? Wir sind so im Bruch, ne? Das gibt es nicht. Aber du musst hier halt auch eine halbe Weltreise machen, um in das Stadion reinzukommen. Wirklich. Das ist krank. 4 Stunden früher anreisen. Das ist ja krank. Geiles gesehen, es tut mir gerade richtig weh, dass die Mau da unten am Bierstand steht und nichts davon sieht. Es tut mir echt weh, aber was soll ich machen? Ich muss euch festhalten.
Alter, an den Platz geliefert, ne? Digga, wie stark ist es, dass man an den Platz ein Bier geliefert kriegt? Das ist schon geil. Fühle ich schon wirklich geil. Leverkusen ist aktuell einen Tick zu spät immer. Oh, sieht gar nicht gut aus, ne? Der Arme. Ja, Leverkusen ist mal wieder dran, aber es kommt wenig hier. Passiert aber auch wenig. So, Freunde, hier gibt es nochmal einen Eckball. 3 Minuten Nachspielzeit. Ich hoffe jetzt nicht, dass das EA-Tor auf der Seite passiert. Ja, wichtig, wichtig, wichtig. Man muss sagen, am Anfang viel passiert, am Ende waren nicht mal so viele Chancen jetzt. Aber Leverkusen hat schnell die Bälle irgendwie verloren, so eine Phase lang auch. Oder aktuell auch 4-2 eine Bälle verloren. Ja, aber ich muss sagen, an sich läuft es ganz gut, ne? Wenn die wieder ein bisschen mehr in die Zweikämpfe reinkommen, schnell umschalten, Digga, mit Diaby und so, ist safe was drin noch. Dann ist was drin. Die hatten halt keine riesen Chance mit Wirtz. Die hat eigentlich, also ja, die Kombination, ne? Hätten sie schon führen können. Obwohl, man muss sagen, AS Rom hat da auch eine riesen Chance. Also von daher, ja, egal. Wir gucken mal, Halbzeit jetzt. Ich muss mal hinstellen, ich sitze jetzt in so ein bisschen enger. Ja, das lebt alles ein. Ja, Freunde, da drüben ist ein bisschen Eskalation. Da sind gerade ein paar Ordner reingestürmt. Ei, ja, ja, wer schmeißt? Digga, was ist da unten? Kugelstoße oder was? Was geht denn da ab? Da kommen irgendwo von unten irgendwelche Becher hochgeflogen. Freunde, der Sonne ist Spielerfütter. Wir stehen hier noch am Essenstand. Es ist heute irgendwie, ist da kalt drin. Ich sag's dir ehrlich, es ist da kalt drin. Wir standen erst da drüben, da meinte die Maut, da gibt's nur Getränke, nichts zu essen. Sei jetzt mal dahingestellt. Wir sagen da mal, steht ja oben dran. Du hattest recht. Da steht Cafeteria. Ja gut, da drüben steht auch Cafeteria und du kriegst da trotzdem normale Getränke auf. Ich glaube, da steht einfach nur da drüber, was der Laden alles bietet. Du willst ein Naschi. Da drüben gibt's kein Naschi. Ja, jetzt Popcorn gegeben, wäre auch okay für mich. Nein, du willst einen ordentlichen Cheeseburger, der hier schon seit 15 den Stunden ist. Wollt ihr euch Bier holen oder was? So, Freunde, wir haben uns was zu essen geholt, was zu trinken. Sind jetzt ein bisschen später da, aber ich glaube, es muss irgendwo eine riesen Chance gewesen sein, so wie die gejubelt haben. Was ist da wir, Timo? Alles da, Tim. Alles da, was ich brauche zum Leben. Da unten der Ehrenmann hat uns auch wieder zu Bier mitgebracht. Sascha besser. So ein geiler Typ, sag ich euch ehrlich. Ach, die Jungs. Ja, ist es dein Fan, Rotti Mau? Komm, 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 komm! Timo! Oh, da ist dein Mann! Komm, Mann! Ich hoffe, es kommt über die Kamera nur ansatzweise rüber, was hier für eine Stimmung ist. Also das ist wirklich verrückt. Das ist einfach verrückt. Digga, wie klemmt denn den ab? Aber wie klemmt er ihn auch ab? Das war zu krank hier vorne gerade. Ich weiß nicht, ob es auf der Kamera drauf war. Freunde, da oben Mourinho. Ihr seht es vielleicht da unten. Gibt gerade Wijnaldum und Dybala eine Einweisung. Ich glaube, die kommen gleich rein. Er sagt, guck mal, du musst da hinten und da musst du Gas geben. Und da aufpassen. Ich glaube, es sind Worte wie Nutte für die Kamera. So, hier wird eingewechselt, ausgewechselt. Standing Ovations. Guckt euch das an. So,
Messi ist am Ball. Ja, wichtig. Wechsel direkt, Wechsel. Robert kaputt, Robert muss raus. Wechsel, Wechsel, Wechsel. Schnell, schnell, schnell. Nichts Schlimmes passiert, Freunde. Der Mann wird direkt behandelt. Da oben, er zeigt. Gute Besserung von hier, Jungs, an Robert. Oh, sieht aber gar nicht gut aus, sag ich dir, ne? Der Arme. Ich sag, wenn der schon runtergeht, heißt du. Ja, ja, safe. Jungs, lasst hier mal ein Herz hin für Robert da. Der Mann kämpft immer, ist immer treu. Ich weiß nicht, ich hoffe, es ist nichts Schlimmes, aber lasst mal ein Herz hin für den Mann, da hat er verdient. So, komm schon, der ist es jetzt, Timo, der ist es jetzt. Ja, 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 nein! Belastend, 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 belastend. Schwierig, Digga. 1-0 verloren, Robert verletzt runter. Das wird eine Mammutaufgabe, Alter, in Leverkusen. Das wird eine Mammutaufgabe. Mussten wir jetzt auch nicht mit umgehen. Wir sind immer nur mit Siegen mitgefahren und jetzt Niederlage. Jetzt wird zum Rückspiel entschieden, ne? Eieieiei. Stimmung war aber sehr geil, muss man sagen hier. Aber, oder ist sehr geil. Aber trotzdem tut es sehr, sehr weh, Freunde. Wie gesagt, wir hoffen, dass mit Robert nichts Schlimmes passiert ist. Müssen mal fragen. Aber es ist machbar, sage ich dir ganz ehrlich, im Rückspiel. Es ist machbar. Ich sag auch, Alter. Es war jetzt nicht so, dass AS Rom irgendwie eine Übermannschaft war. Nee, gar nicht, Digga. Wie gesagt, so, die hatten, was hatten die? Zwei gute Chancen, ne? Drei. Ja, die hatten noch am Ende die Radetzky, die in der ersten Halbzeit die Riesenchance. Und dann hatten sie hier zwei Chancen, einer davon war ein Tor. Aber an sich, ich meine, Leverkusen hätte auch... zwei riesige am Anfang, ne? Ja, ja. Wenn der direkt vom Florian Wirtz direkt reingeht, Alter, die ersten 5-6 Minuten, ne? Auf jeden Fall, was man sagen muss, die Fans von Leverkusen, so wie von AS Rom, Jungs, geisteskrank, wirklich. Guckt euch das an, das ist... Also das ist absolute Liebe, das ist Fußball, das ist heftig. Ey Jungs, wie schnell leer wurden das hier gerade, bitte? Hä? Digga, was geht denn hier ab? Mich verwundert es auch, dass die Spieler von AS Rom auch schon direkt abgetigert sind. Ja, aber wie geisteskrank schnell. Also ich sag mal, zwei Minuten nach dem Spiel ist weg. War mit Wettern. Aber ich sag ganz ehrlich, hier bei der Anfahrt kacke und so ist ja richtig mies, ne? So Freunde, wir haben jetzt hier noch ein bisschen im Stadion gewartet, dass wir hier gut zurückkommen. Wir haben ja auch schon ein paar Infos von Robert. Sagen wir jetzt hier nur nichts, aber das hat sich leider gar nicht gut angehört. Wir gucken mal bei dem guten Mann jetzt im Hotel vorbei und Timau will den Griff der Pandora bei ihm anwenden, oder? Ich mach den wieder ganz, Digga. Ja, wir gucken mal, Freunde, was er hat für Probleme. Zur Not kriegt er halt eine kleine Massage und dann geht's wieder, oder? Kein Massage. Ja, erstmal auf die Toilette gehen. Aber wie gesagt, war ein krankes Spiel, kranke Stimmung. Leider Gottes, Leverkusen verloren. Aber da ist im Rückspiel was drin. Da ist im Rückspiel was drin, sag ich ehrlich. Die machen das. Nein. Aber ich mein, ich mach mal ein bisschen Sorgen um Robert. Zwei von denen Chancen direkt am Anfang rein, ne? Ja, wir gehen mal pinkeln. Alter, steht hier alles unter Wasser. Zimbo, sagst du, wir kriegen jetzt kleinen Uber oder irgendwas? Ich sag, es wird richtig schwer. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, dass dieser Trip sich von alle bis jetzt am krassesten war. So mit allem drum und dran, das Gesamtpaket. Sag ich auch, ja. Es war wirklich keine Ahnung, es war alles dabei heute. Ne? Die Stadt, ich finde es schade, Spiel, dass wir zu wenig Zeit hatten heute. Ja. Das finde ich sehr schade, weil diese ganzen Eindrücke, war viel zu wenig, Jungs. Wir mussten uns in der Stadt abrennen, wir mussten uns hier abrennen. Hier hätte man eigentlich auch schon ein, zwei Stunden früher da sein müssen. Außenrum halt noch so ein bisschen. Ja, das war echt. Aber so ist es halt, sag ich mal. So ist es halt. Aber ich sag auch fußballstimmungstechnisch da drin. War das bis jetzt das Krasseste. Also, heftig. Ja, heftig. Ciao. Die sind gut gelaunt. Ja, die sind sehr gut gelaunt. Strom, die sind gut drauf. Sehr gut drauf. Timau, ich gebe dir einen Euro, wenn du da unten nochmal den Flitzer machst, auf dem Tennisclub da unten. Ja, hier haben die doch vorhin, was haben die hier vorhin gemacht? Die haben ja vorhin echt viel gesessen. Aber was war denn hier? Sagst du? Hier war gar nichts. Ist aber auch wundervoll, die Arena, ne? Hier unten, also ich sag ganz ehrlich, früher wurden hier Kämpfe, ne? Und hier kam die Löwen rein. Safe. Nein, die kamen safe da unten. Die Löwen kamen hier unten raus und ich kam hier raus. Ja. Ich kam hier raus, hier unten kamen die Löwen und die ganzen Zyklopen und sowas. Und ich hab sie kaputt gemacht. Ich hab sie kaputt gemacht, Simba. Cousin, wir laufen ja auch mal dahin, oder noch? Ja, wir müssen irgendwo an offene... Die haben den Rüssel abgerissen, Cousin.
Die haben schon Rüssel weggemacht. Timo, du einer. Ja, guck mal, der hat noch seinen Fips. Achte, er hat seinen Fips, Mann. Digga, ich geb dir... Aber für alle, die wirklich immer fragen, ungelogen, so groß ist dein Sack. Ja. Hey, ich geb dir einen Euro, wenn du dich mal kurz hier oben drauf stellst und dann ungefähr den Mund so machst, so. Und unten drunter stellst. Machst du nicht? Wie, warum machst du nicht? Vielleicht irgendein Gott oder so, ich will dir den Rüssel nicht nehmen. Ich guck erst mal, ob noch irgendwo ein kleinerer kommt. Timo, geht rüber. Du hast die Erlaubnis von mir. Bitte mach eine komplette Runde. Und los! So dumm, Alter, wirklich. Sauerstoff! Digga, ich brauch Sauerstoff! Was ist denn das? Ich hab's unterschätzt! So Jungs, wir laufen jetzt doch zurück. Wir haben 3 Kilometer, danach sehen wir, wie der Abend weitergeht. Es ist noch relativ früh, wir haben jetzt 11:30 Uhr. Aber ich bin schon wieder verliebt. Guckt euch das mal an. Da drüben gibt's jetzt noch ein bisschen Eis, bisschen Pizza, noch ein Bierchen. Eis wäre geil. So. Also, wo ist denn Eis? Wo gibt's denn Eis? Stimmt da drüben, oder? Irgendwo? Eis Gelati. Gut, was heißt, mal, wir müssen jetzt die Brücke hier rüber, Timo. Wo müssen wir rüber? Hier rüber gehen. Ja, komm mal. 2,5 Kilometer laufen wir jetzt. Ne? Ja. Wir gucken mal. Aber 2,5 Kilometer easy. Müssen wir diese Brücke genau. Hier? Genau. Wir gehen jetzt auch zu uns zurück ins Hotelchen. Der gute Robert muss jetzt erstmal untersucht werden. Die haben doch gerade eben das Autofenster eingedonnert. Nein, der ist über die Scherben da gefahren, du Eumel. Ey, hier liegt ein Leib. Ein Tier liegt hier. Da drüben stehen 2 Tiere. Könnten wir nehmen. Aber dann heißt wieder von dir, ich kann mein Handy nicht einklemmen. Ja, ich kann meine Kamera nicht irgendwo einklemmen. Wir könnten zurückscootern. Wir müssen halt dann bloß wieder da abstellen wie das letzte Mal. Ja, könnten wir machen. Ja, lass es doch machen, oder? Ja, safe eigentlich. Ja, wir sind gut. So, Freunde der Sonne, wir fahren los. Ich habe 2, die Maus vollgeladen. Also gib ihm rein da, oder? Ja, ich mach Ding auf. Willst du noch so ein bisschen Sightseeing oder wollen wir so straight nach Hause? Mannheim, da lass uns da noch einer trinken. Ah, dann. Ich hab Ding aus. Einer trinken, oder? Noch mal einer rein? Ja, bisschen Absacker, Freunde, ne? So, hopp auf die Vehicles. Gute 12 Minuten, Digga, ist okay. Einer. Freunde, dieser Mann hat so gut navigiert. Sein Handy ist zwar runtergefallen, aber wir haben so getrippelt, Digga. Aber es ist echt nichts kaputt gegangen. Nein, die Hülle ist gut. Er ist immer doch auch schon über den Asphalt gerutscht. Ich weiß es doch. Hey, wir haben so gut getrippelt. Ne? So geisteskrank getrippelt, und wie ne? Wie schön war es wieder, ne? Also ich sag dir wirklich so, abends zurückfahren, das ist einfach ein Cheatcode, ne? Vor allen Dingen, du fährst hier abends um 12 Uhr, kurz vor 0 Uhr, einfach durch Rom. Mit paar E-Scooter, das ist so geil. Und geil, wirklich. Du guckst dir ein bisschen die Gebäude an, alles schön beleuchtet. Fast ein bisschen so auf kurz vor Tod, aber... Macht es auf jeden Fall nicht nach, sollte man auf jeden Fall nicht machen, so zu fahren. Nee, aber wir sind war uns Spaß, Jungs. Wir sind Fahrradweg gefahren. Ja, das gemacht. So, wir müssen da oben abstellen. Auf Log. Alter, Freunde, ich bin nochmal zurückgerannt. Guckt euch an, was ich hier dran gelassen hab. Gute Jungs, bye bye. Und da vorne steht der Anna Zimbo. Ey, so wichtig. Jungs, achte, hier vorne... Die Mauer, willst du heute Abend? Guck mal, da hat gerade einer 3000 Düse eingelöst. Du musst die Treppe hochrennen. Die RB kommt noch, wir machen Wettrennen. Die Treppe hoch, gib ihm. So, Freunde, wir sind in unserem Hotel. Hier vorne ist das große Ding. Wie gesagt, Timo auch nochmal sehr, sehr gut navigiert. Danke, wir haben auch gerade gesagt, ey, ganz ehrlich, Tier, das sind die besten. Ich hier beim Licht gucken, ob mein Handy kaputt ist. Das sind die besten Dinge. Ach, ganz ehrlich, wenn es kaputt ist, kauft ihr einfach ein neues. Schmeiß da hin, kauft Digga, ein Digga, wie neues. Gut ist das aber? Die Hülle ist top, da passiert gar nichts. Null passiert. So, wir gucken mal, ob es da noch was für uns gibt hier in der Hotellobby im Radisson Blue. So, Jungs, Roger Federer sitzt dort vorne noch in einer anderen Bar. Da erwartet er jetzt ein Timo und will noch einen heben mit dir, oder? Scheiße, wo war's? Was hat er gesagt? Links und wieder links. Da wäre irgendwo eine Bar. Nee. Spaß beiseite, Freunde. Wir wollten noch einen Absacker trinken in der Hotellobby. Die hat leider zu. Und dann meinte der vorne blinkt irgendwas? Gute Mann, wir können um die Ecke laufen und dann finden wir eine Bar. Oder hat er da gemacht? Die bis 2 Uhr in der Nacht offen war. Da vorne ist, glaube ich, was. Wir gucken mal. Wir gucken mal, Zimbo. Aber ich glaube, da vorne ist es. Karotz. Also wir sagen... Ist es ja, da? Ja, wir sollen vom... Wir kommen vom Radisson Blue, dann sind wir doch da. Freunde, wir sitzen. Schön auch. Ja, wir hocken ja. Ich sag dir wieder, das ist so der Flair, der mir so in Deutschland einfach fehlt, Digga. Abends dich irgendwo noch hinsetzen. 0 Uhr unter der Woche dich irgendwo hinsetzen und noch was trinken. Gutes Problem ist halt, ich sag mal so in Mannheim oder in irgendwelche Großstädte gibt es bestimmt, aber bei uns in Grünstadt. Ich sag dir ehrlich, wenn ich jetzt überleg so, in Laudern auch irgendwie schwierig. Du bist jetzt nicht direkt. Stimmt, also Schmitzi wirst du dir direkt was. Schmitzi, ich würde sagen, Hannefass oder in die Nachtschicht. Ja, aber Hannefass geht, oder? Ja, wow. Ich meine, so diese kleine, gemütliche Bars, ich glaube, die sterben bei uns in Deutschland aus.
könnt ihr mal gerne die Kommentare schreiben. Ich meine, klar, sowas wie Düsseldorf, Köln oder so. Aber ist, selbst in Mannheim, okay, Jungbusch. Ich sag selbst, wenn du in Grünstadt sowas hättest, wird nicht besucht sein. Wird nicht besucht sein, das ist das Problem. Da ist abends nichts los. Da hoffen wir, du kannst in die Shisha-Bar setzen. Ja. So, aber das war's dann auch. Sowas geht dann wirklich auch nur in den Ländern, wo auch geiles Wetter ist. Weißt du, ich meine? Hier einfach im Open-Bereich, im Beamer, Leinwand da hängen. Ja. Da lief bestimmt vorhin noch AS Rom gegen Bayer Leverkusen. Ja, safe. Aber wir nehmen jetzt hier noch einen Absacker. Ja. Und ja, halten euch noch ein bisschen auf dem Laufenden, Freunde. Ne? Der Abend ist nicht vorbei hier bei uns. Nicht vorbei. Wir lassen es noch larven. Wir lassen es noch larven. Timbo? Auf den Abend noch. Pecoraccino. Gewürztraminer. Das schmeckt mir gut. Tschüss hier. Freunde, die Pommes hier sind sehr, sehr gut. Barbecue-Soße. Ich esse eigentlich keine Barbecue-Soße, aber die war echt gut. Also muss ich wirklich sagen. So, Freunde, wir laufen zurück zum Hotel. Weißt du, war da gegen eine Kasse gelaufen oder was? War ein sehr, 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 sehr geiler Ausflug, muss ich sagen. Leider Gottes, Leverkusen verloren 1-0, aber ich sag mal, im Rückspiel ist alles offen. Kranker Tag. Vielen Dank an Kidrop, an Robert für die Tickets wieder, ne? Das war echt heftig. Gute Besserung an den Bre. Wir wissen auch jetzt, Stand jetzt noch nicht genau, was er hat. Auf jeden Fall gute Besserung. Warum fliegen jetzt so viele Möwen rum? Digga? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Freunde, lasst ein Däumchen nach oben da. Lasst gerne ein Abo da. Wie gesagt, lasst gerne ein Herzchen für Kidrop da. Gute Besserung an den guten Mann. Und ich würde sagen, wir sind raus. Morgen früh geht wir haben gesagt, um 13:25 Uhr. Genau, geht der Flug zurück. Wir müssen aber um 10 Uhr von hier losfahren. Dann sind wir entspannt noch am Flughafen, weil man fährt eine Stunde lang vom Hotel bis zum Flughafen. Deswegen fahren wir so um 10 Uhr los, stehen so um 9 Uhr auf. Wir haben halt wirklich einen Lounge. Oder? Ja, safe, oder? Müssten sie eigentlich. Dann können wir dort frühstücken, noch wieder teilen. Genau. Gemütlich. Und wie gesagt, Freunde. Wir haben Doppelfrühstück. Ja, ich hoffe. Wir sind falsch abgebogen, oder? Timo, wir sind falsch abgebogen, wenn eins gerade ausgemusst. Hier sind falsch ab. Vor lauter Wieler, Freunde. Timo, Digga, ich denke gerade so, So weit war unser Hotel gerade weg. Wir sind raus, haut's da rein, lasst einfach ein Däumchen nach oben da. Wenn ihr uns morgen im Stream seht oder wenn ihr den Vlog seht, dann hoffentlich seht ihr uns im Stream. Ciao, ciao, ich bin raus. Tschüss. Digga, ich hoffe, unser Hotel ist das da drüben. Ja, wir sind falsch gelaufen, Timo. Timo! Mensch, Timo!